Hast du die vierte schon gekriegt oder was die dritte? Ein neues Pack ist auswählbar und ein neuer Gegner im CPU-Duell auswählbar. Ach so, noch was. Seit dem letzten Stream, habe ich eben gar nicht erwähnt, vielleicht ist es manchen aufgefallen, ist jetzt da oben rechts das Zeitzauberer-Symbol in der Ecke. Ich habe einfach den Emulator eine Weile laufen lassen und wir haben jetzt, siehe Spielverlauf, über 100 Spielstunden. Und für über 100 Spielstunden haben wir noch einen zusätzlichen CPU-Gegner freigeschaltet, den wir uns später mal angucken werden. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier im Shop gekriegt haben. Da, World Championship Edition 7. Eine Reihe legendärer Karten aus zahlreichen Duellen. Siebte Edition. Kaufen wir uns einfach mal ein paar davon. Was haben wir da? Lava-Kampfwächter, Metallsoar. Das sind ja nur die besten Karten drin, wie ich sehe. Bürde des Mächtigen ist natürlich nicht schlecht. Kristallbaum. Victoria. Dunkler Drache. Stahlskorpion. Austausch des Geistes. Oh mein Gott, ist hier viel Trash drin. Wenn der Körper komplett taub geht und danach auf 100% Gefühl, ich habe jeden Schritt... Spannend! Du hast ja interessante Nebenwirkungen, du. Hab ich auch noch nicht von gehört. Mehr tolle Kampfwächter. Finsterniszerstörer, die Eiskönigin! Cool. Let it go. Ja, okay. Haben wir ein paar spannende neue Karten rausgekriegt. Das ist doch gar nicht so übel. Ja gut, jetzt wo wir den Effekt von Venominaga nicht mehr triggern müssen, streichen wir mal raus, dass wir den Feendrachen besiegt haben. Wo ist er? Da. Dann schätze ich, benutzen wir das Deck doch einfach mal so ein bisschen casual, in der Hoffnung, dass wenn ich nicht auf die Venominon-Karte gehe, sich weiterhin positiv spielen lässt. Bis jetzt war es ja effektiv nicht schlecht, oder? Gungir, der Drache der Eisbarriere, ist ein Gegner, den wir noch zweimal besiegen müssen. Dann gehen wir dem nochmal Hallo sagen hier. Snack! Snack! Kopfschmerzen bis jetzt angehalten haben. Hast du eigentlich die volle Portion erwischt, wie es sich anhört, wa? Herzliches Beileid. Umi Iruka. Stratege der Eisbarriere. Okay. Verdeckter. Das ist eigentlich eine gute Kombi. Dann spielen wir doch mal die Reptilianische Naga und schaden gleich Reptil. Mr. Gungir ist am Zug. Mr. Gungir spielt die Moräne der Gier. Und tauscht drei Karten. Elementarheld Ocean. Er geht mit dem Strategen der Eisbarriere in die Naga, die daraufhin einmal schnell auf Null setzt. Und verräterische Schwerter, das ist natürlich nervtötend. Ja, ein schwerer Sturm, perfekt. Kill zwar leider dann unser Schaden gleich Reptil, aber ich denke, das ist es wert. Ach, dammit, finstere Bestechung. Haben wir noch Osha Leon für gekriegt. Damn. Das jetzt super schlecht. Dann müssen wir wohl diesen coolen Osha Leon hier mal in Angriff setzen. Dann wäre er erstmal dran. Ich habe schon wieder vergessen, ein Extra-Deck zu bauen. Ah! Ein neues Spiel bestellt für die Switch. Nice. Was hast du dir denn Schönes bestellt? Poli. Tandreds, na, und herzlich willkommen im Stream. Alles gut bei dir? Das ist Elemental Absolute Zero mit gerade mal 4000 ATK. Das ist nicht so angenehm. Au. Nutzen wir doch mal Schaden gleich Reptil. ja. Geht ja aufs Feld raus, ist das Ding. Denk, denk, denk.
Ungünstig. Indeed ungünstig. Gib mir mal ein Venominon. Du Spezialkarte und du Angst, genau. Aschalian aktiviert seinen Effekt. Und Mr. Aschalian holt uns eine eternische Nage auf die Hand. Der Natter. Leider haben wir jetzt gerade nichts zum Opfern. Tja, doof. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das jetzt gerade angehen sollten. Ich versuche uns Beschwörung spezial beschworen werden. Diese Karte hat 5 Attacke 4, das aufgelegte Wassermonster. Wenn diese Karte vom Spielfeld genommen wird, werden alle Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite, auf der gegnerischen Seite zerstört. Ja, krass. Absolute Zero ist ja schon ein absolutes Powerhouse. Tobias, danke für die 10 Bits. Nicht genügend. Uff. Ich habe das Gefühl, das wird diese Runde nix. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir machen sollen. Spiel nochmal den Aschalian. Bisschen Schaden dezimieren. Runde 2. Autsch, schon wieder 2100 Schaden. Ja, aktiviere Schadenreflektier. Machen wir jetzt mal eine Viper. Vielleicht komme ich da noch irgendwelche guten Ideen. Aschalian aktiviert außerdem seinen Effekt. Und holt uns noch ein Venominon. Opfer für den Schlangengott, das ist natürlich theoretisch gut. Dann spielen wir mal sonst diese Runde noch nix. Weil gleich wird ja dann sowieso erstmal Tod und Vernichtung hier verursacht werden. Anstatt hier geht der Eisbarriere. Dann opfern wir doch einfach mal diese reptilianische Naga der Schlangengottheit und killen diese beiden. Und Absolute Zero killt leider alles, was wir haben. So, okay. Könnte aber schlimmer sein. Ich schätze, das ist der Punkt, an dem wir den bösen Drachen Anatta benutzen. Let's go, Anatta. Und dann hätten wir hier eine reptilianische Skylla. So, Skylla, dann killen wir den Strategen der Eisbarriere. Dann kriegen wir nämlich den Strategen der Eisbarriere. Und dann greifen wir mal mit böser Drache Anatta direkt an. Anatta killt außerdem Umi Iruka, weil er Chaotic Evil ist. Stunden später. Doch, der Eisbarriere darf eine Dreiviertelstunde nachdenken. Was ist los, KI? Ich halte den Speed-Up-Button. Stellt euch mal vor, wir würden das jetzt gerade ohne Speed-Up-Button kriegen. Holy shit. KI, come on. Okay. Das Spiel geht wieder weiter. Das war ja spannend. Verlockung der Finsternis. Noch einer. Sehr verlockend. Schmeiß mal mit der Naga. So, hier hatten wir einen coolen Hexer der Eisbarriere. Dann spielen wir mal
Die reptilianische Viper und Spezial beschwören uns eine reptilianische Hydra. Reptilianische Hydra aktiviert ihren Effekt, kann aber leider nichts killen gerade. Ja, ne? Schauen wir doch mal, ob unser Skiller das Ding da platt kriegt. Das ist ein Tiefseetaucher. Kriegt er in der Tat platt. Reptilianische Hydra greift direkt an und Anata greift direkt an. Ich muss immer eine Million Jahre über die Züge nachdenken und mache 15 Missplays, aber witzigerweise haben wir bis jetzt jede Runde mit diesem Deck gewonnen. Also, es scheint erstmal zu funktionieren. Erstmal ein gutes Zeichen, schätze ich. Speichere übrigens Daten, schalte das System nicht aus. Kämpfen wir nochmal gegen Gungir, den Drachen der Eisbarriere. Ui. Das ist natürlich sehr spannend. Haben wir die Kombo schon wieder gezogen? Setzen wir mal einen Aufstieg der Schlangengottheit schon mal aufs Feld. Eine Fusion, eine Bürde, blech. Eine Poly direkt in Turn 1, ach du Schande. Absolute Zero, okay. Tiefseetaucher aktiviert seinen Effekt. Jesus Christ, Absolute Zero in die reptilianische Naga. Geht daraufhin auf 0 ATK runter. RIP Absolute Zero. Ja, ne, dann hätte ich hier eine reptilianische Skylla. In einen TT. Tot, 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 tot. Absolute Zero aktiviert seinen Effekt und zerstört exakt gar nichts. Spannend. Dann setzen wir doch schon mal das Opfer für die Schlangengottheit. Gungir hat eine Zauberfallenkarte. Wir haben eine reptilianische Medusa. Doch, ne? Time to Wiedergeburt der Viper für eine reptilianische Naga. Wie viele Streams brauchst du noch, um das Spiel durchzuhaben? Kann ich dir nicht sagen. So hellseherische Fähigkeiten habe ich leider nicht. Unglaublich lange wird es ja wahrscheinlich nicht mehr dauern, aber es wird jetzt auch nicht morgen fertig sein. Lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof und wähle ein offenes Monster, das den Gegner kontrolliert. Die ATK des gewählten Monsters werden zu 0 und es kann seine Kampfposition nicht ändern. Ach ja. Okay, dann Angriff mit der reptilianischen Medusa. Wieder aufladen. Ocean und Polyviecher sind natürlich ein bisschen nervig. Schlangenregen. Jetzt gerade nicht so nützlich. Natürlich sagen hier Schlangenregen und dann werfen wir den Aufstieg der Schlangengottheit ab. Dann können wir Venominon in den Friedhof schmeißen. Oh, das geht, ne? Das ist eine legitime Combo. Hab ich jetzt nur so bedingt drüber nachgedacht, aber das ist eine legitime, gute Combo. Schmeiß noch ein Venominon. Schmeiß mal hier dieses coole Reptil. Snakes? Snakes! Nice, hab ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber das ist eine mega gute Combo. Okay, machen wir jetzt nächste Runde. Hätte ich diese Runde schon machen können, wenn ich dran gedacht hätte, dass diese Combo so funktioniert, wie sie funktioniert. Ärgerlich. Okay. Ein schwerer Sturm. Jo, dann Wiedergeburt der Viper. Venominon, König der giftigen Schlangen, betritt das Feld. Dann opfern wir mal der Schlangengottheit. Und zwar diesen Venominon. Und dann kämen wir den Samurai. Und
Ich schätze, die Bürde des Mächtigen, die nervt generell immer. Venominon fliegt. Und wir kriegen dafür den Aufstieg der Schlangengottheit. Let's go, Venominaga. Die Gottheit der giftigen Schlange. Oh, mit Casual 3500 ATK. Schwump, ein Counter. Mr. Gungir hat nochmal ein Monster. Wiedergeburt der Viper, sehr gut. Dann aktivieren wir einfach mal einen schweren Sturm, damit die Karte da hinten nicht gefährlich wird. Okay, es war eh nur ein MST. Wiedergeburt der Viper holt uns diesen formschönen Venominon, König der giftigen Schlangen. Angriff Venominon. Das ist ein Ocean. Und Venominaga, bitte! Ah ja, did! Jetzt bin ich durstig. Du gewinnst, Schnüffel. Siegesbonus, Dollandenbonus, Steuerbonus, Gesamtbonus, mehr CPU, Siegebonus, Bonus, 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 limitierter Typ, Deck, Bonus, Bonus, Bonus. Schon wieder den Bonus für Venominaga beschworen gekriegt. Ja, nice, nur, das ist schon wieder ein neuer Gegner auswählbar. Ach, es war schon das dritte Duell gegen den Kollegen, okay. Dann kann ich, den Drachen der Eisbarriere auch schon abhaken. Wo ist er denn? Achso, das kann ich auch schon abhaken. Gewinn durch den Effekt von Venominaga. Wo ist er denn? Ich bin blind. Da, Gungir! Ein Traum. Die Liste an Gegnern, die wir noch dreimal besiegen müssen, schrumpft stetig. Okay, wir machen mal eine kleine Pause mit den Reptilianisch-Karten, würde ich sagen. Momentan sind die auf einem ziemlich guten Run. Und das wollen wir erstmal so halten, würde ich sagen. Wir spielen mal eine Runde einmal auf 0. Das Deck habe ich nämlich auch verändert und ich möchte mal gucken, wie gut es sich macht jetzt mit den neuen Edits des Decks. Auch wenn das sehr Speed-Up-Button-lastig immer ist, dieses Deck zu benutzen, weil es Final Countdown spielt. So, wen müssen wir ja noch besiegen? Wir müssen noch... den Werkzeugdrachen zweimal besiegen. Auf in die Schlacht gegen Mr. Werkzeugdrache. Mut und Macht. Ach ja, ich wollte ja übrigens auch ein 6er Morell-Deck gebaut haben. Uns fehlt leider noch eine wichtige Karte dafür, deswegen habe ich es noch nicht getan. Die werden wir aber hoffentlich heute freispielen, diese eine wichtige Karte. Ein Vorkömmling Goblin. Okay, leider kein Final Countdown gezogen. Dann suchen wir uns halt einen aus dem Deck. Dann müssen wir halt so lange leben. Da haben wir einen Wurmlinker. Das ist ganz gut. Kombinieren wir gleich mit dieser Form schönen Babuku. Und Enfers. Wir haben bis jetzt noch keine Hand der Sechs Samurai. Was ist das? Lege eine Morphotronenschmonster in deine Hand, zerstöre eine Karte und ziehe einen Bläh. Okay, goodbye, Bomblinker. Morphotronisches Mikroskop darf mich ruhig angreifen. Das hat 800 ATK, das ist mir so egal. Noch ein goldener Sarkophag. Dann haben wir da. Ein neuer Follower. Vielen, vielen Dank fürs Folgen. Und ich habe den Namen gerade kurz verpasst. Der NaliXTR. Wie spricht man das am besten aus? NaliXTR? NaliXTR? Jo. Dann aktivieren wir noch einen Goldsarkophag und suchen uns optimalerweise sowas wie Gravity Bind. Final Counter kommt ja schon. Jo. Traum. Dann spielen wir erstmal das angsteinjagende Gebrüll raus. Momentan hat er keine wirklich starken Monster, das ist mir. Oh, okay, da kommt was. Es ist der Werkzeugdrache, Mr. Power Tool Dragon. Dann fügen wir dem doch erstmal ein bisschen Angst rein. Hier, darfst du irgendwas haben, was du dir da rausgesucht hast. Doppelwerkzeug, SAB. Kraft der Magie. Alles klar, 1000 Effekte. Tick-Tack. Und wir kriegen Letzter Countdown. Aktivieren wir den noch gleich mal.
Und dann ziehen wir noch eine Karte. Ah, noch ein Wurmlenker. Sehr gut. Gibt das Ding jetzt völlig Durchschlag? Bla bla bla. Alles klar. So, dann hätte ich gerne meinen coolen Wurmlenker zurück, den er gerade so dreist zerstört hat. Power Tool Dragon aktiviert seine Effects und sucht sich mehr Equips und ein morphotronisches Mikroskop. Ja, dann aktivieren wir doch einfach mal diese Rabuken hier. Vom Linke aktiviert seinen Effekt und gibt uns eine extra Karte. Tick-Tack, nächste Runde Gravity Binds. Dann setzen wir die doch gleich mal. Das Ding hat Stufe 3, ist auch nicht stark genug, also passt das erstmal. Endphase, bupp, noch eine Karte, nice. Mr. Power Tool Dragon mildt sein Deck für Ausrüstungskarten, alles klar. Patronisches Radio. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das morphotronische Radio ist jetzt durch das neue morphotronische Monster stark genug, um Wurmlinker zu killen. Naja, gut, Wurmlinker hat uns gute Dienste geleistet. Verstärken wir mal die Armee um eine Nullwaffe. Dann holen wir uns mal ein Cyberteil für die nächste Runde. Noch 15 Runden leben. Werkzeugdrache mildt sein Deck für mehr Ausrüstungskarten. Cyberteil gibt uns noch mehr Zeugs. Da haben wir einen Donner des Herrschers. 13 Runden leben. Wie ist denn bei Phase? Donner der Herrscher. Power Tool Dragon müllt sein Deck für eine Ausrüstungskarte. Oh hey, mehr Final Counter. Wir sollten ihn dringend aktivieren. Dann haben wir mal Angriff annullieren mit aufs Feld. 11 Runden leben. Noch ein Mikroskop. Alles klar, Mario. Ciao, ciao. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen Kampfausblender. Oh, eine Spiegelkraft. Auch nett. Momentan sind wir noch ganz gut geschützt. Momentan brauchen wir sonst nichts. Für die nächste Runde haben wir definitiv einen Angriff annullieren. Angriff annullieren. Diesen Kampfausblender kriegt gar nicht Platz. 8. So. Noch ein Angriff annullieren. Raus damit. Face. 7. Annulliert. 6. Mr. Grand Maul. Ich hätte hier eine Nullwache. Haben wir schon mal für die Zukunft hier raus. Sieht ziemlich gut aus mit dem Deck, würde ich mal behaupten. Oh nein, sie greifen uns an. Opfert die Nullwache. Hier. Zack, nächste Nullwache. FS 3. Greift uns an, opfert die Nullwache! 2. Und dann haben wir hier für die letzte Runde ein Cyberteil. 1. Und die KI ist vollkommen verwirrt, was er eigentlich tun soll. Oh nein, der Kampfausblender. 0. Letzter Countdown, erfolgreich aktiviert. Ich bin lustig.
Punkt, 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 Punkt. Das hat ziemlich gut funktioniert. Um aber wirklich auf Nummer sicher zu gehen, ob es jetzt nicht nur einmal aus Versehen geklappt hat, machen wir das Ganze doch einfach nochmal, weil wir müssen ihn sowieso dreimal besiegen. Na, Achtung, war Final Countdown auch wahrscheinlich erstmal wieder zur Seite. Final Countdown ist zwar lustig, weil es funktioniert, aber auf der anderen Seite, ne? Ist es halt auch nicht die spannendste Deckart, die wir spielen können. Sangan ist ein guter Opener. Auch 19 Runden. Ein morphotronisches Mikroskop. Und ein morphotronisches Radio. Synchronisieren zum Werkzeugdrachen. Und Urknacken. Das ist sehr eklig. SB. Das ist eine Menge Damage jetzt. Autsch. Okay, dann schnappen wir uns in diesem Kontext. Schnappen wir uns Grand Maul. Das ist, glaube ich, gerade unsere beste Waffe gegen das Viech. Die eine Sache, gegen die diese euren Ausrüstungskarten da super anfällig sind. Und dann tun wir uns eine Rabuko aufs Feld. Goodbye, Power Tool Dragon und all deine Equips. Das ist die Sache mit einer Million Equip-Karten. 17 Runden. Kamera. Sind nur 800. Das esse ich noch. Du Eimer. Dann haben wir mal den Linker raus. Goblin. Kampfausblender. Traut er sich schon nicht mehr anzugreifen, sollen wir recht sein, dann flippen wir mal diesen linken Wurm, um seinen Effekt zu triggern. Und haben hier ein angsteinjagendes Gebrüll. Honest! Tja, nein. Diese Runde bitte keine Battlefest und so. Schick, dann gehst du mal in die Verteidigung. Herrscher donnert vor sich hin. Der Goldsarkophag, was sucht er uns denn am dümmsten aus? Wie wär's denn mit einer Stufenbeschränkung gegen P? Immer nett. Kann man machen. Handgarten, schmeiß mal hier den Goldsarkophag ab. Standby-Phase, dann donnert der Herrscher. Und es geht zurück. Und es kommt wieder raus. Und es geht zurück. Und es hat offensichtlich Spaß. Wieso spielst du keinen Friedensboten? Wir brauchen keinen Friedensboten. Deswegen spielen wir keinen Friedensboten. Friedensbote kostet Lebenspunkte und wir haben stattdessen 1000 andere Karten, die nichts kosten. Wir hatten hier coole Schwerter, da müssen wir uns gar keine Sorgen erstmal machen. Spielen wir die nochmal raus. Viele überflüssige Karten gerade, die können alle weg. 9. Zusätzliche Handkarten. 8. Eine Sache Fahrzeugs. Das ist gerade sowieso nichts Spannendes. Um den her gibt es mehr Karten. Plus Milling. Wir brauchen nicht noch einen Wurm. Grandmaul kann auch weg. Kartenzerstörung brauchen wir definitiv in diesem Duell nicht mehr. Also Gravity Bind, Stufenbeschränkung weg. Ja, unsere Gegner wehren sich ja exakt gar nicht, also. Was soll ich tun, ne? Tun wir mal noch den Donner raus. Müssen wir nicht zu viel abschmeißen. Das brauchen wir nicht. Noch 5 Runden. Ein Morphotron
komischer Beschleuniger, killt unseren armen Wurm Linker. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil der gibt uns die ganze Zeit mehr Handkarten, als wir brauchen. Eine Nageldecke. Schuhe, komm, aufs Feld legen. Noch drei Runden. Ich will auch nichts in der Draw-Phase aktivieren, ich muss in der Standby-Phase aktivieren. Dann donnert der Herrscher. Warte mal, Eingreiftruppen. Oh nein, nicht unser Grand Mole. Noch zwei Runden. So, cool, ne? Dann legen wir uns mal Cybertal raus für die letzte Runde. Battleface! Ich wollte nie die Battleface, ich wollte eigentlich das ein Face River. Noch eine Runde. Verteidigung. Synchro Ward, es ist nochmal ein Werkzeugdrache. United, we stand. No, du kannst in dieser Runde keinen Schaden machen. Ja, und null. Finaler Countdown ist abgelaufen. Ich würde sagen, ich bin durstig. Läuft. Bing, 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 bing. LP-Ausgleichsbonus, Schlüsselkartenbonus, Bonus, 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 Bonus. Speichere Daten.